So, moin moin, hallo und herzlich willkommen. Was heißt mein Moin? Es ist schon wieder 16:43 Uhr und ich habe schon wieder gesehen, Kriegsrat muss ich wieder einberufen, weil die ganzen Berichte sind fertig. Und damit ich hier heute noch in der Aufnahme, in dieser Aufnahmesession, irgendwie mal vorankomme mit dem Mist, dann muss ich jetzt mal gleich am Anfang das machen. Und einen Timer starten natürlich. Und ich hoffe, dass auch mein Mikrofonsound da ist. Hat ja bei der letzten Aufnahme bei Grim Tales ein bisschen versagt. Ob das jetzt mit an der Webcam lag, ich habe keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich der erste vernünftige Satz, den ich heute gesagt habe. So. Nun, da der Bürgerkrieg vorbei ist, konzentriert sich Orney auf den Wiederaufbau. Wer sich das durchlesen möchte, kann das gerne auf Pause drücken. Wir haben seit Wochen keinerlei Neuigkeiten mehr aus den erhabenen Ebenen erhalten. Ja, das ist ja kein Wunder. So, Namen unseres Feindes, aha. Widerstand T-Winter, was haben wir noch? Jenseits des Meeres. Demaskieren. Widerstand von T-Winter, Haus am. Was weiß ich, was das ist? Story, hat sie Nachforschung. Aha. Fangen wir an. So, Hüss. Angebot nach ihren Bedingungen, das nehme ich doch gerne. Oh, den wollte ich nicht einsetzen, ne, egal. Anatori, Ressourcen Westgraten. Es war interessant zu sehen, wie viel sich in Halamshiral geändert hat. Und wie wenig. Schlangen aus den Schatten. Dies gehört einfach zum Inventar. Hier wird die Sonne erkalten, als dass sie sich zur Ruhe setzt. So, wir haben noch 50 Macht. Ich weiß gar nicht, was ich mit der ganzen Scheiße machen soll. Gut, ich kann auch in den Smaragdgräbern rein. Ich kann den Stoffe sammeln, Leder, was haben wir noch? Ressourcen. Lords. Okay. Ich müsste das eigentlich mal alles offline machen. Was haben wir hier noch alles? Das müsste ich wirklich alles mal offline machen. Und dann halt nur die Ergebnisse bzw. die Quests dafür mal einfügen dann hinter irgendeinem Video. Plan halten, Wellenklinge und ein Knauf. So, Haus. Genau. Ich kann mich in die Luft setzen, aber warum auch nicht? Auch nicht schlecht. Herrin Poulain aus Sarnia ist angeklagt, den Roten Templern in den Dales Unterstützung und Beihilfe geleistet zu haben. Sie hat ihnen gegen eine ansehnliche Summe einen Steinbruch verkauft, indem sie durch die Versklavung von Dorfbewohnern rotes Lyrium züchteten. Der einzige mildernde Umstand ist, dass Herrin Poulain Vorräte beschafft hat, um die verbliebenen Dorfbewohner zu ernähren. Gute Absichten allein machen eine Schuld nicht wett. Und auch kein Verbrechen. Mein Verbrechen war, dass ich die Lage falsch eingeschätzt habe. Der Verkauf meines Landes sollte in schweren Zeiten für Wohlstand sorgen. Euch muss doch klar gewesen sein, dass ihr es an den Feind verkauft habt. Wir waren am Verhungern und sie sagten, sie würden die Minen wieder in Betrieb nehmen. Den Steinbruch derart überstürzt zu verkaufen, war ein Fehler. Aber ich habe getan, was ich konnte, um ihn zu korrigieren. Lass sie für uns arbeiten, Verräter verdienen den Tod. Lass sie für uns arbeiten, neuen Emissär können wir gebrauchen. Ich kann euch nicht einfach gehen lassen, aber ich kann euch die Möglichkeit geben, einer ehrlichen Arbeit nachzugehen. Ich verurteile euch dazu, als Schreiberin für die Inquisition zu arbeiten. Die Hälfte eures Lohns wird an das Dorf Sarnia gehen. Ich soll mich hier abschuften, auf diesem kalten Felsen? Wie ihr befehlt. Noch meckern. Das ist wirklich so. Solange die Leute noch meckern können, geht's ihnen gut. Risse in den Quellen. Welche Quellen? So, habe ich noch was? Nee, habe ich nicht. Okay. Ah,
Ah, ich habe noch eine lustige Quest vom Bullen im Offline mal gekriegt. Mal gucken, ob ich sie auch jetzt kriege. Mal gucken. Ich habe es ja Gott sei Dank nicht gespeichert. Und da lädt es wieder nachladen. Ja. Hey. Hey, es funktioniert. Ich würde gerne über uns beide reden. Klar, Boss. Was gibt's? So, was haben wir denn da? Also, was ist das mit uns? Wie stehen wir zueinander? Das liegt ganz bei euch, Boss. Wenn ihr es locker und unkompliziert wollt, ist mir das recht. Wie zeigen Kunari, dass sie es mit einer Beziehung ernst meinen? Überhaupt nicht. Wir haben keinen Sex aus Liebe. Wenn einem aber jemand wirklich am Herzen liegt, gibt es eine alte Tradition. Man sucht nach einem Drachenzahn und bricht ihn in zwei Teile, sodass jeder einen von ihnen bei sich tragen kann. Dann ist man immer zusammen, auch wenn einen das Leben auseinanderreißt. Ja, na super. Ihr habt mir erzählt, dass das hier genau das ist, was ich brauche. Was habt ihr damit gemeint? Ihr seid der Inquisitor. Ihr habt nicht um diese Aufgabe gebeten, aber ihr habt euch der Verantwortung gestellt. Tausende Leben hängen von euren Entscheidungen ab. Diese Bürde lastet Tag für Tag auf euren Schultern. Ihr braucht einen Ort, an dem ihr sicher seid. An dem ihr wisst, dass für eine Weile ein anderer die Verantwortung trägt. Ja. Ich glaube, das ist genau das, was ich brauche. Gut. Ich denke, ihr hättet mich auch rausgeworfen, wenn ihr anderer Meinung wärt. So, was ist mit euch? Was ist mit dem, was ihr braucht? Hey, mir geht es gut. Es geht mir besser als gut. Macht euch darüber mal keine Gedanken. Dem alten eisernen Bullen fehlt es an nichts. Ah, natürlich. Ihr habt mir doch erzählt, dass ihr mit den Dienstmädchen Zeit verbringt. Ist es das, was ihr mit ihnen macht? Die Dienstmädchen verbringen den größten Teil des Tages damit, Anweisungen zu befolgen und sich unwichtig zu fühlen. Sie brauchen jemanden, der ihnen das Gefühl gibt, etwas Besonderes zu sein. Sie müssen sich austoben können, ohne an die Folgen zu denken. Also lasse ich sie auf mir rumhüpfen und erzähle ihnen, wie hübsch ihre Titten sind. Alle sind glücklich. Ich meine, das habe ich gemacht. Solange das mit uns läuft, gilt meine gesamte Aufmerksamkeit euch. Oh, ist er nicht süß. Habt ihr gerade etwas Zeit? Für euch? Immer. So, damit wir mal aus diesem Gespräch mal rauskommen und gleich vorne irgendwo rumstehen. Wahre Liebe, tötet einen Drachen und sammelt einen Zahn ein. Oh Gott, ey. Wenn ich die Quest alleine nur schon sehe, krieg ich die Motten, ey. So, ich weiß immer noch nicht, wer Marinen ist. Ob der irgendwo im Keller haust. So, guck mal auf die Weltkarte. Was haben wir hier noch? Empris de Lyon. Astarien, warte mal. Was haben wir überhaupt noch an Quests? Warte mal. Journal, J, genau. Der innere Kreis, gucken wir da erstmal nach. Nein, da wollte ich nicht hin. Da will ich immer noch nicht hin. Erinnerung an den Grauen. Oh, ach du Scheiße, warte mal. Sturmküste, Westgraten und Empris du Lyon, okay. Der Weg des Assassinen, ja. Zeichen als Assassinenführer, ja, super. Aber wo wir die genau finden, habe ich absolut keine Ahnung. Einen habe ich ja bisher. Folgendes Hochmut, kriegen Rassum zurückkommen, den Angriff zu gut. So, ein Venatori weniger, mit Dorian ausgelöschter Venatori, wahre Liebe.
tötet einen Drachen und sammelt einen Zahn ein. Ist ja nicht weiter. So, rotes Tuch, rotes Lyrium muss ich noch. Wie viel? Warte mal, 3, 4 Stück. Gefallen finde ich das mit den Büchern, okay. Verlorenes Vermögen betrifft dich mit Wolra Jo mit, okay. Schmugglerbriefe, was ist das denn vor Sonnenaufgabe? Samson, Kallen kennt Samson gut und denkt, dass er anfangen in Smaragdgräben, okay. Aber ich werde mich erstmal mit, in Wolra Jo mit Josephine treffen. Weltkarte, Wolra Jo. Ich würde sagen, dann nehmen wir wieder unsere Standardgruppe mit. Knallhart in der Oberstadt, Kapitel 6. Wer sich das unbedingt durchlesen möchte, kann das auch gerne auf Pause machen. Briala. Elfenwurzeln im Imbrium wachsen. In einem schwarzen Ladebildschirm. Keine Ahnung. Ah, jetzt geht's weiter. Ja, noch ganz Ende geradeaus. Immer diese Rollenspieltypen, die in Games rumrennen, das ist ja Wahnsinn. Ich habe Lilianas Bericht gelesen. Ihre Leute haben sich in die Assassinengilde eingeschlichen, die es auf euch abgesehen hat. Der Mordauftrag gegen euch wurde vernichtet. Ihr solltet jetzt in Sicherheit sein. Und damit ist das Haus der Ruhe aus dem Spiel. Hätten wir stattdessen warten sollen, bis sich ein Meuchelmörder hier hereinschleicht? Ich zweifle nicht daran, dass die Gilde aus üblen Männern und Frauen bestand, Inquisitor. Es ist nur... Habe ich je erwähnt, dass ich früher eine Bardin war? Ihr wart Sängerin? Barden unterhalten die orlesianischen Höfe. Sie singen, musizieren, betreiben geistreiche Konversationen und spionieren. Viele junge Adlige setzen sich eine Maske auf und lernen auf diese Weise das Spiel kennen. Was hat euch an einem Leben als Bardin gereizt? Ich besuchte eine Universität in Wolra Jo, als ich von den Barden erfuhr. Da war dieser Hauch von Romantik, der sie umgab. All die Geschichten über Geheimnisse, Liebeleien und faszinierende Persönlichkeiten. Einige von uns, alles junge Adlige aus Antiva, entschieden, dass dieses aufregende Leben das Richtige für uns sei. Ihr erscheint mir ein wenig bodenständig für einen derart ausgelassenen Lebensstil. Er hat auch nicht im geringsten zu mir gepasst. Ich stieß im Rahmen einer speziellen Intrige auf einen anderen Barden, der geschickt wurde, um einen Gönner zu töten. Wir kämpften gegeneinander, falls man es überhaupt so nennen kann. Wir beide hatten schreckliche Angst. Wir waren auf einer steilen Treppe. Er zog ein Messer und ich habe ihn weggestoßen. Ihr könnt euch vorstellen, wie es ausgegangen ist. Ja, eure Schilderung war eindringlich genug. Es hätte einfach nicht sein müssen, Inquisitor. Als ich ihm die Maske abnahm, sah ich in ein Gesicht, das ich kannte. Es hatte mehr als eine Feier gegeben, auf der wir gemeinsam waren. Hätte ich nur kurz innegehalten, um nachzudenken. Hätte ich nur meine Stimme gebraucht, anstatt mich wie ein gemeiner Verbrecher zu prügeln. Ich werde mich mein Leben lang fragen, zu wem dieser junge Mann wohl geworden wäre. Von einer Bardin zur Diplomatin. Das ist ziemlich bemerkenswert. Ich hatte diesen Weg bereits seit einiger Zeit eingeschlagen. Diese Nacht war nur der letzte entscheidende Anstoß. Bei all dem Durcheinander... Bitte entschuldigt. Ich glaube, ich habe euch noch nicht dafür gedankt, dass ihr mir hierbei geholfen habt. Ihr wart damit beschäftigt, es mit einer Gilde gewerbsmäßiger Mörder aufzunehmen. Ich schätze, da kann ich euch wohl verzeihen.
Ihr habt viel dafür getan, dem Hause Montillier zu helfen. Und solltet ihr jemals Antiva besuchen, werden wir euch ein Willkommen bereiten, über das man noch Jahre später reden wird. Ja, das hört sich auch gut an. So, na bitte, die Quest hat man auch schon mal abgeschlossen. So, jetzt müsste ich aber mal überlegen, ob wir eventuell... Na, ich bezweifle, dass wir den Drachen in den Hinterlanden platt machen können. Das wage ich einfach mal zu bezweifeln, aber ich gucke erstmal im Inventory. Ist das Inventory voll? So ziemlich. Dann gehen wir erstmal zu Händlern. Oh, hier ist was zu lesen. Keine Helden in Hass vereint. Aha. Wie immer, wer das unbedingt lesen möchte, kann das gerne tun, indem er auf Pause drückt. Er oder sie, ich bin ja offen für alles. Was haben wir hier? Kaufen und verkaufen, was denn? Verteidigung im Fernkampf. Ich habe ja was. Meine ist ein Stück besser. So, verkaufen. Warum? Ach, könnte ich ja Varric geben, muss ich mal gucken, was der anhat. Der Wächter, Zwerg, Elf oder Mensch, das ist Kampfmagier, Robe, Level 8, kann weg. So, Venatorihelm, 30 Rüstungswert und hat 6 Nahkampfverteidigung. Elf, Zwerg oder Mensch. So, Kapuze, das ist eher 6 Klugheit. Und da muss ich nachgucken. Ach, Level 19, dann hat sich das schon erledigt erstmal. Kann erstmal alles weg. Glattete Rundknopf, das kann alles weg. Das ist alles nur Müll, da ist ein Streiter da dran an die Dinger. So, die Runen behalte ich. Wertgegenstände, die Wertgegenstände können alle weg. So, Waffen. So, das hätten wir damit auch schon mal erledigt. So, kaufen. Was hatten wir jetzt nun an Waffen? Nix. Hat zwar eine hochwertige Jägerrüstung. So, was haben wir hier? 7 Resistent, plus 6 Willenskraft, blablabla. Hochwertiger Verzauberer am Schutz hat er auch noch. Oh. Ist noch ein Vitar, was haben wir da? 12, 10% Bonus auf Kritschaden, 4 auf Konstitution und 4 Wille. Halleluja! Ach du Scheiße. Ich sehe die Optik erst jetzt, na egal. So, in das Gut, wie war es wahrscheinlich. Ne, ist nicht besser, okay. Gucke gleich mal Eiserner Bulle. Ach, der kann auch eins davon kriegen. So. Äh, 174 Rüstung, 7 Verteidigung, Nah- und Fernkampf. Der hat nur 15% Heilungsbonus und 45 maximale Gesundheit. Erhöht die maximale Ausdauer um 10. Ne, das lasse ich so erstmal. Rüstung. Mal neues Vitar einsetzen. Sieht zwar scheiße aus, aber was soll's. Ich würde sagen, ich ziehe ihm dann einfach die Schlachtrüstung hier an und dann ist gut. Hier 233 Rüstung in der Level 19. Erst raus geht's, wir kriegen. Ich krieg die Levels so hoch in der Zeit. Das ist natürlich die Voraussetzung. Varric, was hast du? Die Rüstung wäre deutlich besser, okay. Level 19 braucht er da einfach nur noch für. So, haben wir denn hier noch irgendwas? Haben wir hier Waffen zufällig? Langbogen, Scharfschützenbogen, eleganter Dolch, beißender Bogen, durchdringender. Nee, also ich würde mal sagen, dann da können wir uns bessere Sachen herstellen, selber schon.
Lebensräuber. Stabi für Kohle haben wir überhaupt 20.000. 110. Und wir können auch jede Menge Zeug drauf hauen. Ja, 109 habe ich gemeint. Kann ich mal lesen. So, der kann jetzt weg. Na, es lohnt sich ab und zu mal in die Shops reinzugucken. Und ein bisschen neue Ausrüstung ist ja auch nicht verkehrt. So. Ich meine, ich kann es ja mal versuchen, ob wir den platt kriegen, aber da würde ich mir zuerst mal. Da würde ich erstmal gucken, ob ich mir jetzt mittlerweile mal die. Diese schicke Drachentöter-Axt zulegen kann. Denn das wäre schließlich nicht schlecht. Wenn der Bulle noch eine Drachentöter-Axt dann haben würde. Und dann würde ich mich mal versuchen, an den Drachen da platt zu machen. Zumindest versuchen. Auch Betonung auch versuchen. Warte, die Händler waren eine Etage unter uns. Diese Bestellung. Axt des Drachenjägers, 11.000. Level 16, na super. Brauchen wir noch genau ein Level. Na, macht nichts. Ich hole sie mir trotzdem schon mal und habe ich sie schon mal vorrätig. So, Grundmannsbogen. 128 Damage macht der. Sarah müsste den ja schon haben, ne? Ne, die hat einen Schattenjägerbogen, okay. Ich werde mit der aber sowieso jetzt nicht weiter spielen. Also schön. Wenn du schon so schlau bist, dann erzähl mir doch mal, wie Corypheus all diese Dinge anstellt, wenn nicht. Ja, er macht das währenddessen hier auf Klo sitzt. So. Sturmküste. Als nächstes Mal. Und zwar machen wir dann nämlich mal Erinnerungen an die Grauen. Am besten reisen wir zu Hysariens Lager. Mit Dorian, Varric und wo ist er? Da. Machen wir erstmal noch ein paar Nebenquests, bis wir Level 16 haben, beziehungsweise auch meine Begleiter. Die brauchen ja noch ein bisschen mehr XP als ich. Die erste Inquisition. Die Kunari, die Ben Hasrov. Der Mann des Hochmuts. Und ich hocke mal wieder länger in den Ladebildschirm rum als sonst irgendwas. So, oh, was ist denn das hier? Holzschlag. Achso. Direkt vor uns ist ein Holzschlagposten. Aha, guck mal an, das wird als. Nur Gerüchte. Wird uns mittlerweile angezeigt, finde ich. Nicht schlecht. Auf der Map. Nur ist die Frage, verschwindet der dann oft von der Map oder ist was passiert damit? Natürlich ist er nicht hier, sondern irgendwo da oben. Wie kommt man da hoch? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Was haben wir denn hier? Ein Ghule. Der Drache steht ja da hinten immer noch rum.
Oh, der Sound kommt ein bisschen spät, ey. Das ist nicht mal eine enorme Verzögerung. Ja, der Drache scheint halt ein bisschen angepisst zu sein mit dem Riesen. Da warten wir einfach mal. Bis die sich da hinten einig werden. Oder wir latschen einfach ungesehen an die vorbei. Wo ich mir jetzt aber nicht so sicher wäre. Ich warte besser, bis einer von beiden aufgibt. Das wird wahrscheinlich der Riese sein. Linkes Vorderbein ist Level 15, okay. Und der Vin Soma ist auch Level 15. Die nehmen beide kein Damage, dann hau ich ab. Dann gehe ich einmal durch die Mitte. Okay, das ist ziemlich übel. Versuchen wir nicht gefressen zu werden, ja? Das ist ein sehr weiser Vorschlag, Varric. Aber warum prügeln sich denn die da hinten immer noch? Müssten nur langsam mal Ruhe geben. Ich meine, es sieht interessant aus. Behaupte ich einfach mal. Ah, na bitte, der Riese ist gleich tot. Er ist tot. Hat uns ins Visier genommen jetzt der Drache oder was? Nee, er haut ab. Gott sei Dank. Da verdrücke ich mich doch auch mal gleich. Oh, ein Waschbär. So, hier hinten soll irgendwo ein Holzschlagposten sein. Hey, lass mich vorbei, Pixel. So, ja, hier gleich irgendwo links um die Ecke. Und wir nehmen natürlich noch die Elfenwurzel hier mit. Na, das ist der Holzschlagposten. Ein Steinbruch wär mir zwar lieber, aber naja. Ich meckere jetzt mal nicht. So, hier soll doch gleich irgendwo was sein. Ach so, noch ein Stückchen weiter links. Vorausgesetzt, ich komme hier irgendwann mal nach links. Na, lass mich hier vorbei. Ja, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Eine Nack. Hier liegt nichts rum. Nur eine Elfenwurzel, die ich natürlich mitnehme. So, hier soll irgendwo ein Lager der Grauen sein und da sehe ich noch einen Mabari durch die Gegend rum. Ja, ist ja gut. Lass mich jetzt hier mal durch. Wollen wir hier vielleicht mal ein bisschen rumstöbern? Liebend gern, aber ich sacke erstmal hier noch die Pflanze ein.
Verträge der Grauenwächter hier. Ich denke, Blackwall hätte das hier gern gesehen. Natürlich liegt das Zeug ja draußen im Regen rum, ungeschützt. So, das Astrarium soll ja hier auch irgendwo rumliegen, beziehungsweise rumstehen. Aber darum kümmere ich mich jetzt nicht. Wir wollten ja hier rumrennen, um die Verträge einzusacken, beziehungsweise die anderen Dinge. Meine Fresse, ich drücke mir die verkehrte Taste. J. So, innerer Kreis. Gib mir jetzt die Quest hier. Erinnerung an die Grauen. Der Grauen. So. Jetzt habe ich vergessen, doppelt zu klicken. Der innere Kreis. So. Lass mal gegen den Baum laufen. Wir gehen Richtung Drache, nur mal so zur Info. In welche Richtung wir uns gerade bewegen. Aber was heißt Richtung? Wir gehen Pi mal Daumen dahin, wo er geflogen ist. Ein kleiner Hain. Normalerweise sind wirklich in kleinen Hain immer irgendwas Großes. Aber Gott sei Dank in diesem Spiel nicht. Worüber ich ganz froh bin. Huch. Eine Elfenwurzel. Was haben wir hier hinten? Ein Steinbruch. Da weiche ich doch mal glatt vom Weg ab. Und folge dem Fluss. Wobei es sich nicht gerade gut anhört, wenn ich in diese Richtung weitergehe. Und daher mal ein bisschen nach oben gucken, nicht, dass der Drache uns hier gleich... Das ist nur ein Bär. Wie hat denn der uns getroffen? Da hinten ist noch ein Bär. Warum fressen die Bären eigentlich die ganzen Waschbären weg? Nackhaut. Oder auch nee, das ist ein Schweinchen. Ich hoffe nur nicht, dass er uns hier gleich... Ach, wird der Regen hier hinten stärker oder kommt mir das nur so vor? Grau. Genau vor uns. Und ich gucke extra noch ein Stückchen nach oben. Obwohl, bevor... Wir müssen ja noch Drachenbrut sehen. Was haben wir da? Oh, Urlock. Also keine Drachen. Gut. Es ist nur dunkle Brut. Von daher. Ah, da ist er. Holzauge, sei wachsam und du findest was. Hey, da ist bewegt sich. Ich finde es trotzdem unheimlich, was heißt unheimlich, aber die Geräuschkulisse ist ein bisschen beunruhigend. Der außergewöhnliche Turm, 3 Steinbrüche, Alter. Und für einen besseren Hof brauche ich 2 Steinbrüche. Hey, die dunkle Brut greift mich an.
Ach, da hinten steht doch noch einer. Na, das macht ja nichts weiter. Nö, du brauchst keine Hilfe, du bist Magier. So, und weg mit dem Typen. Er ist doch schon tot. Toter geht's nicht. High Ever Gewebe, nehme ich mit. Da hinten sind noch mehr Feinde. Zumindest wenn ich mir die Karte angucke und weshalb wir auch immer jetzt im Kampf sind. Ich hoffe, es stört euch nicht, mit einem Wind zu reisen, eiserner Bulle. Oh, das seid ihr also. Ihr Kerle sieht für mich alle gleich aus. Ich bin außerdem ein Magier. Wäre ich euch gefesselt und angeleint lieber? Ja, aber vorher würde ich euch zum Essen einladen. Doch hoffentlich bevor ihr mir den Mund zunäht, oder? Das hängt davon ab, wie lange ihr noch weiter quatscht. So, dann gucken wir mal. Wenn ich mich recht entsinne, war der Drache hier hinten noch nicht. Ja, ich will jetzt hier hoch. Das heißt ganz einfach, den Drachen in der Sturmküste habe ich bisher noch nicht gefunden. Dafür zwei oder drei an. Natürlich, die können hier die Wände steil hochgehen, ich nicht. Wo ist denn der auf einmal hingeflogen? Hey, bleib stehen. Und gib mir deinen Stuff, den du hast. Okay, dann doch nicht. So, ach, ich hab die scheiß Markierung gesetzt. Da. Geht doch. Gucke ich mal, wie ich hier hochkomme. Und jetzt gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann. Ciao.